So, wann machen eigentlich meine Vögel oben? Die unterhalten sich prächtig, so wie es aussieht. Sind wir arbeiten in der Stelle 1.7. Es geht leider nicht anders. Schnauze. Ich glaube, jetzt ist los hier. Die Haare, naja, Blindfisch. Wie wär's mit, Qualle, Blindfisch. Den Rest verzichten wir heute mal. Ich habe da keinen Bock drauf. Sie ist kokett, natürlich, hat einen leichten Schlaf. Das können wir lassen. Begabte Köchin, tollpatschig, Glückspilz. Geht mal gar nicht. Kokett geht mal auch nicht. Sie ist auf jeden Fall. Wir könnten mal was anderes machen. Pass mal auf. Sie ist diszipliniert. Entschuldigung. Diszipliniert. VN Senise, sie haben den Ehrgeiz und die Aussage, die besten Kampfkünstler der ganzen Stadt zu werden. Das probiere ich jetzt mal aus. Nur gute Sachen. Nur gute Sachen. Sie ist freundlich. Nee. Sie liebt die Natur. Sie ist hoffnungslos romantisch. Kleptomanisch. Ah. Sie liebt die Natur. Sie mag es nicht, eingesperrt zu sein. Das ist ja das Schöne. Sie ist ordentlich. Sie ist eine Perfektionistin. Sie ist Vegetarierin. Halt dein Maul und komm, verewig dich irgendwo in der Wüste. Von mir aus, mir egal. Mir aus den Augen. Du hässlich Viech. Wen haben wir denn da? Bollinger. Ne Bolle habe ich. Ich hab mir eine Bolle an Land gezogen. Das ist doch nicht wahr, oder? Arno! Schnauze. Das kann ja nicht wahr sein. Bolling. Eigentlich schreibt man es ja mit B-O-W. Bowling. Ich glaube, warte mal. Bowling, glaube ich schon. Bow. Wir können auch so schreiben. Bollerling. Mach mal hier Chinesisch. Bollenring. Wir können auch Bohlen machen. Dieter Bohlen. Den wollte ich so. Ja, das ist doch die Idee. Hoppala. Was hast denn du an Persönlichkeit? Den wollte ich so mal reinbringen. Sie ist ein Trampeltier, sie ist ehrgeizig, sie ist kindisch und sie liebt die Natur. Sie ist ein Trampeltier. Sie ist kindisch, ehrgeizig. Das passt ja irgendwie. Sie ist abenteuerlustig. Und du bist trotzdem Vegetarierin. Nein? Du bist wahnsinnig. Never so. Nee, never so. Nee. Bist du jetzt fertig? Können wir weitermachen? Schlampe? Hier, balla, 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 balla. Das ist doch nicht wahr, oder? Die hat Meise und ein Pony, aber so ein Teil. Elefant reicht da schon nicht mehr. Apropos. Ich habe bei dir was vergessen. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Warte mal, das war jetzt sie hier. Eigenschaft für aktiven Sim. Genau. Kleptomanisch nehme ich raus, dafür tue ich wahnsinnig rein. Foto. Und bei ihr? Lavigland von der Skija. Arctab. Witzig, Antu. Sie ist böse. Nein, das machen wir nicht. Sie ist genauso wahnsinnig wie alle anderen auch, sonst wäre sie ja nicht hier drin. Nenus. Bia! Albo! Chuchika!
Es scheint mir, als würden sich die ganzen Paparazzis bei mir vor der Tür verewigen. Naja, teilweise. Man weiß ja nie, die können sich überall verstecken. Hier im Abflussrohr. Was machten die alle jetzt gerade? Machst du sauber? Ja, hier. Ja, sauber machen ist hier nicht. Wenn mal mein Erwin endgültig ausstehen würde, dann könnten wir rein theoretisch alle Lichter, dann könnten wir rein theoretisch mit dem Essen machen beginnen. Und dann Abendessen servieren. Gefüllter Truthahn machen wir Hamburger. 24 Öcken. Ich hab hier kein Scheich im Schrank sitzen. Meine Freunde. Geht's aber los, ey. 24 Simoleons für ein paar lächerliche Hamburger. Ich glaube, jetzt geht's los. Ich habe unsere Alarmanlage vergessen einzubauen. Von Diebdech. Übrigens. Die müsste eigentlich noch dran. Feuermelder auch. Einmal. Hopsala. Oh, eine Anlage. Eine Xbox. Es ist eine Xbox und wir stellen sie mal darauf. Und eine Kamera, eine kackelige. Was haben wir denn noch? Nintendo Wii. Ja. Das war eine Alarmanlage, die wollte ich haben. Falls ein Dieb reinkommt, so rum natürlich, dass die Bullen gleich, naja, obwohl die Bullen, die können mich mal am Arsch lecken. Simlife-Brille. Ne, lass gut sein. Das Kackding, das brauche ich nicht. Bin froh, wenn ich's. Hoppala. Was haben wir denn da noch? Was ist es eigentlich? EXXO Spielesystem von Zuverlässige Produkte GmbH und Schlag in Tode. Natürlich. Was haben wir denn noch? TSX. Was für ein Pferd? TSSX Edition. Edition. WII. Also dieses komisch hässliche Ding hier. Was ist das? Das ist das Standardgerät von Sims 3. Würde ich mal sagen. Und hier haben wir den Datenträger. Das ist ein Ständer. Ein Datenträgerständer. Nein. Es ist ein Datenträgerständer. Pass mal auf. Wenn wir gerade dabei sind, ich habe ja hier noch so ein Schränkchen. Habe ich so ein Schränkchen? Ich habe so ein Schränkchen. Ich sag euch, ich habe so ein Schränkchen. Moment mal, gell? Moment. Dann haben wir das drum hier. Das ist mir zu klein. Das ist genau meine Größe. Naja, meine ist größer, aber passt schon. Drüben. Das passt natürlich mal gar nicht. Was haben wir denn noch? Nee, das passt nicht da drauf. Schade. Habe ich 4 Anlagen, 5 Anlagen, Datenträger, Speicher haben wir auch. Was können wir denn noch da drauf stellen? Schau mal hier. Achso, das ist hier das Wall vom Gefängnis. Das Teil. Wo ist denn das Ding? Ach, nehmen wir das da? Ne, lass mal gut sein. Gehen wir zurück in den Live-Modus. Ich würde sagen, das reicht für ein ganzes Jahrhundert an Spielen.
Es ist gerade aufgewacht und hat nur ans Fressen gedacht. Das habe ich mir auch gerade. Naja, ist aber auch egal. Es macht auf jeden Fall erstmal Hamburger. Müsste eigentlich Hamburger machen, genau. Ja, Alzheimer lässt grüßen, natürlich. Das ist bei alten Opas ebenso. Bei Omas übrigens auch. Ach, die Sprechanlage. Ja, genau. Disco, Hamburger, das geht mal gar nicht. Jawa. Wenn, dann mache ich mir die Dinger selber. Dann weiß ich wenigstens, was drin ist. Aus frischen Zutaten. Nicht dieser Billigmüll. Das geht mal gar nicht, was du gerade vorhast. So. Hamburger haben wir doch gerade schon zubereitet. Nachspeise, wir essen Nachspeise. Nein, wir essen Abendessen. Und zwar essen wir, hör auf damit. Gegrillter Lachs. Was macht er jetzt eigentlich Frühlingsrollen? Weiter kochen. Frühlingsrollen, Eier, Salat. What the fuck? Macht er den Frühlingsrollen? Das sind aber komische Frühlingsrollen. Naja, passt schon. Ach, jemine. Ja. Ja, es hat sich mal eben verdreifacht, vervierfacht. So, jetzt das Ganze essen. Da wollen wir hin. Wenn ich die Farbe jetzt einstelle, zum Beispiel Orange, das sieht ziemlich derb aus. Nehmen wir mal Orange, das sieht wirklich sehr derb aus. Boah, das ist zu grell einfach. Das ist eine Irrenanstalt. Weiß oder... hallo? Achso, habe ich jetzt nur dieses Licht gemacht? Ach, Entschuldigung. Alle Lichter natürlich. Obwohl... nee. Magenta ist lila. Oder? Ja. Dieses komische... ja, genau.